Hausen und zu einer neuen Folge OMSI 2. Und wir testen heute mal ein neues Repaint und was komplett Neues. Und zwar, okay, fahren wir heute erstmal auf der Linie 51 mit dem Capacity L. Linie 51. Julianzberg Nord. Genau. Und ja, wir fahren heute die Linie 51 von Julianzberg zum Herrenholz. Und gleichzeitig habe ich auch eine neue Grafikmod für meine OMSI 2 installiert, nämlich den Sweet FX Mod. Also wir haben ein neues Repaint und den Sweet FX Mod für OMSI 2. So, 51.01. Genau, richtig. So, dann machen wir mal Licht an. Geil aus, wir können uns das Repaint mal angucken. Also so sieht er aus. Jetzt seht ihr Stern, nicht schlecht. Wunderbar, so soll es sein mit dem Repaint. Und hinten haben wir halt das Repaint der neue Kapazität für Reinhausen und den testen wir heute mal auf der Linie 51. Sehr schön. Von mich für Lorsch. 5 Minuten, okay. Dann würde ich mal sagen, stelle ich mal 6:50 und 40, nee, 30 mal ein. So, dann mache ich nochmal hier kurz die Heizung an. Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Dankeschön. Hallo. Hallo. Thank you.
Sachen. Sweet FX Mod in Paint. Das wird Paint für die Karte Rheinhausen. Auch für das Hamburger Buspaket. Also ich habe den in allen drei Bussen installiert. Mein Fried da. Ich will unbedingt den Fahrer wechseln. Ach übrigens, ich habe mal auch noch eine Mod installiert, halt das hier. Ist ein bisschen unscharf tatsächlich, ist gar nicht so schön. Aber es ist tatsächlich ein Mercedes-Mod, der auch in allen C2ern drin ist. Aber Sweet FX ist richtig nice. Geil, das sieht so hammer aus. Morgen. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Das ist ein Problem.
Hallo. Tag. Hallo. Guten Tag. Ich muss mal kurz mal am Hauptbahnhof umgucken. Hauptbahnhof von Rheinhild. Richtig, die DB-Signale. Nicht schlecht. Speed FX Mod rundet das Ganze nochmal ab, tatsächlich. Jetzt sind wir reinspaziert. Eine Kurzstrecke, bitte. Ach, Dankeschön. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Hallo. So, wir müssen jetzt, nur einen Moment brauchen, links rum. Bald ist bei mir auch Schulabschluss und ich bin mir noch nicht sicher.
Zeit, wo ich Prüfung habe, muss da ein paar Videos auswählen. Vielleicht habe ich da auch Hallo. Noch, wie das Ganze Guten auch. Tag. Also ich hier. Ihr werdet euch von allem lassen. Von meinem. Morgen. Morgen. Hallo. Die Pen ist geil. Den Raum könnte noch besser sein. Aber was soll man machen? Na, Barschke. Sehr schön. Thank you.
bei uns an der VWG. Also hier fällt hier das noch ein bisschen flach. Werde ich euch auch natürlich oben wieder verlinken, also in der Infoleiste. Richtig, alles detailliert. Perfekt, so soll es sein. So gehört sich ein Zitat C2. Guten Tag. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Thank you.
wenn ihr eigentlich den, wenn ihr den Sweet FX Mod installieren wollt, dann müsst ihr diesen Installer gleich direkt in den OMSI-Ordner verpacken und dort installiert ihr den dann. Und dann installiert sich eigentlich theoretisch alles von selbst. Ihr müsst dann nichts mehr machen. Der Installer macht dann alles. Scheiße. Das ist ein bisschen eng. Mir gefällt das dieses Revent ursprünglich sehr gut. Das hier mit dem Inbegriff ist verbesserungswürdig. Das könnte echt noch mal besser gemacht werden. Aber wenn man das nicht anders kann, ist es halt eben so. Revent ist top. Wie gesagt, das Inbegriff ist perfekt. Den Stern habe ich euch schon im letzten Video gezeigt. Beziehungsweise letzten und vorletzten. Wir sind ja im letzten Video ja der Karte Braunberg mit dem Solo gefahren. Hat auch gereicht mit dem Solo, wirklich. Ja, perfekt. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass das nächste Video gegebenenfalls Prag-Budapest oder Budapest-München sein wird mit der USR A23. Das kann ich euch auch aber auch schon verraten. Sehr schön. Das war ein bisschen bei den tatsächlich. Genau, da seht ihr es auch, wie sich die Textur verändert. Morgen. Hallo. Okay. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal wieder mal ein paar Erneuerungen gefahren bin. Lasst doch mal einen Kommentar da, einen Daumen hoch, wäre auch ganz nett. Und wenn ihr selbstverständlich nichts verpassen wollt, wahrscheinlich bald ist ja gerade alles. Schreibt doch auch mal einen Kommentar und hinterlasst noch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Gut, würde ich mal sagen, sehen wir uns zu einer nächsten Folge wieder. Bis dahin, der TSG sagt Tschüss.